Hallo, vor dem eigentlichen Monatsupdate kommt noch mal ein kleines Extra-Update. Ich habe nämlich von meiner Mama noch ein paar Manga bekommen und ja, ich habe mir gedacht, ich mache darüber auch noch mal ein ganz kleines Video, weil das andere Video nun schon fertig ist und es sind auch nicht viele Manga geworden, aber ich wollte trotzdem ein kleines Video dazu machen. Und ja, dann fange ich auch direkt an. Und zwar habe ich bekommen Ruta und Kodama Band Nummer 1 mit einer sehr, sehr schönen Farbseite. Dann Band Nummer 2. Und Band Nummer 3, somit auch der Abschlussband. Ich habe meine ganzen, ja, ich sag mal so Previews, die ich alle habe, aussortiert, weggeschmissen und habe vorher aber mal reingeblättert. Und da ist mir dann diese Reihe, ja, sag ich mal, aufgefallen. Da war eine Leseprobe drin, ich habe sie gelesen und sie hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mal geguckt und habe sie dann auch gefunden. Und ja, eigentlich wollte ich mir ja jetzt nichts mehr holen, weil der Mai schon ziemlich viel von mir abverlangt hat. Also da habe ich schon ziemlich viel geholt und dann hat meine Mama sich dazu entschieden und gesagt, ja, dann such dir die aus, die du haben möchtest und ich kaufe sie dir. Und da war dann diese Reihe dabei. Ich freue mich schon sehr auf diese Reihe. Ja, habe schon mal ein bisschen reingeblättert. Der Zeichenstil sieht sehr, sehr schön aus. Auch die Story hört sich ganz interessant an und ich bin schon sehr auf diese, ja, diese Reihe gespannt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe, die ich bekommen habe. Das sind im Moment zwei Bände. Und zwar ist das Horimiya, einmal Band Nummer 1, auch mit einer sehr schönen Farbseite und mit einem echt coolen Schutzumschlag. Oder Schutzumschlagsposter. Finde ich auch, sieht sehr, sehr schön aus. Das Poster gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe ja schon sehr viel von dieser Reihe gehört. Ich war erst nicht so begeistert. Ja, ich mag halt so sehr, sehr lange Bände, wo ich jetzt ich sag mal, keine zusammenhängende Story finden kann. Mag ich jetzt nicht so, aber mich haben die guten Bewertungen doch ziemlich angesteckt und dass ich mir einfach diese Reihe holen wollte. Und wie gesagt, Band 1 und auch Band Nummer 2. Auch hier mit einer sehr schönen Farbseite. Ja, die beiden sind im Moment draußen. Ich freue mich sehr auf diese Serie, auf diese Reihe. Bin echt gespannt, wie sie ist. Hoffe, dass sie mir gefallen wird. Und ja, lass mich mal so überraschen, was auf mich zukommt. Also es hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Und ich bin echt gespannt, was da so alles passiert und generell, wie sich die Story entwickelt. Und das war es dann auch schon von diesem kleinen Extra-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!